Herzlich willkommen bei der neuen Ausgabe der Zombie-Filmschule. Und Leute, endlich sitze ich mit Menschen da und wir reden über das Menschliche, ja? Also über das Schauspielen, weil wir haben die ganze Zeit immer über Technik, Kamera, Licht und so. Herzlich willkommen, Elena. Herzlich willkommen, Danke. Jackie. Danke. Und ihr beide wart Darstellerin in Wait on Stage, oder ihr seid es, auch wenn der Film jetzt nach 10 Jahren immer noch nicht ganz fertig ist. Ja. Seid ihr eigentlich professionelle Schauspielerin? Nein, gar nicht. Wir wurden ja gut geschult. Wir kannten uns ja auch alle nicht untereinander. Genau. Ja, also ich habe persönlich einfach so einen Flyer gesehen, im Block 17 in Wismar, in dieser Kneipe, am Freitagabend, so Casting nächsten Tag. Und da habe ich gleich gesagt, ach, das mache ich mit. Findest du spannend. Ich wusste ja gar eigentlich überhaupt nicht, worum es geht, aber das wollte ich mitmachen. Und ja, dann sind wir losgefahren und haben uns erst überhaupt kennengelernt und wussten, worum es geht. Genau, ich kann es vielleicht ganz kurz vorher nochmal sagen, es gab halt ein Filmprojekt von noch, also glaube ich 20 Jahre her, da hat Marc, der Regisseur, mit Jugendlichen so ein Jugendprojekt in einem Jugendclub gemacht. Ja. Und er hat diese Leute sich wieder rangeholt und wollte mit denen erneut ein Filmprojekt starten oder auch einfach erstmal einen Schauspielworkshop machen. Und da war schnell die Idee, lasst uns doch noch neue Leute dazu holen. Und ihr seid quasi welche von den Neuen. Genau, wir sind die Neuen. Genau, also ich kannte da einen Teil ja auch schon von, dadurch bin ich da ja schon ein bisschen rangekommen. Also reingerutscht quasi, ne? Aber hast du denn damals was von diesem Jugendclub-Projekt auch mitbekommen? Nee, von dem Projekt habe ich also nichts mitbekommen. Die Leute kannte ich dann erst später über andere Freunde. Ja. Aber dadurch bin ich halt so ein bisschen, bin ich dadurch aufmerksam geworden. Mhm. Und dann kam dann das Casting und dann habe ich, gehst mal hin, Anke mitgenommen. Ja, und wir springen jetzt mal in eine recht frühe Zeit. Das müsste dann nach dem Casting einer der ersten Workshops gewesen sein. Ja. Und ich weiß nicht, ob ihr euch da sofort dran erinnert. Wir sind jetzt im Theater in Wismar. Machen wir gerade den Ton. Ja, da haben wir ja immer mal geübt. Wir hatten ja genau mehrere Workshops und sowas. Oh, das ist aber echt lange her. Ja. Aber das war vom Feeling halt immer gut, ne? Da so auf der Bühne. Und ja. Ich glaube, wir haben uns alle wohl gefühlt oder irgendwie so schnell. Ja, war euch eigentlich immer klar, also was warum da jetzt diese Workshops und was das jetzt soll, weil ihr sollt ja jetzt so lang gehen und dürft nichts sagen. Ich habe immer gedacht, ach, wir machen einen Film, das ist doch schön. Ja. Und dann ging es erstmal wochenlang. Oder also für Monate mich war das eigentlich so mit auch die aufregende Zeit irgendwie, weil das, also man hat sich irgendwie so vom Selbstbewusstsein gestärkt, fand ich, ne? Und man hat sich einfach auch mehr getraut nachher. Genau. Und manche Sachen von Mimik oder Gestik, was man selbst gar nicht mitbekommt, was man macht, das da hatten andere von außen gesagt, okay, pass mal auf, mach nicht so oder mach so lieber oder was man überhaupt an sich selbst auch so. Ja, ich saß da zum Beispiel damals als ganz junger Medienpädagoge, gar nicht so sehr als Kameramann von einem Film und fand es einfach total toll, wie Marc euch dazu eingeladen hat, eigentlich so eine Selbsterfahrungstrips da zu machen. Ja. Und natürlich war das toll, als Motivation zu haben, hey, da wird mal ein Film gedreht. Genau. Allerdings, ich meine, es war jetzt noch nicht wirklich klar, was für einen Film wir da drehen, oder? Oder was hat man euch denn damals erzählt? Nein, ich glaube, es sollte irgendwie ein Kurzfilm werden aber ich glaube, über den... Worum es ging oder so, ich glaube, das wussten wir. Nee, ich glaube, das Drehbuch wurde auch erst in Friedrichshagen geschrieben oder überhaupt durchdacht. Ne? Ja. In Friedrichshagen ist ja unser Kurzfilm eigentlich entstanden. Ne, so gefühlt war das Projekt ja dann schon vorbei, aber ich glaube, da stand schon fest, das wird mehr. Genau, dass wir den Film richtig, wir haben ja diese Folgegrippe. Film auch nochmal gemacht draußen. Genau. Habt auch ein bisschen Geduld, wir werden sogar gleich noch ein paar Ausschnitte davon sehen. Weil deshalb fand ich auch als so einen ganz prägenden Moment. Also das war die Stelle, wo irgendwie klar war, ach so ein Zombie-Trash, das könnte ja irgendwie sogar ganz viel Spaß bringen. Und alle konnten natürlich unglaublich viel Energie reinpacken. Ja. Ne? Also während das ja jetzt hier so ganz besinnlich und zurückgehalten aussieht, sind nachher die Filmprojekte eigentlich, die wir gemacht haben, waren eigentlich immer ganz schön wilde Sau. Ja, Ja, aber da kannten wir uns ja auch alle noch nicht. Ne? Also das war wirklich erstmal so, man lernt sich kennen, man arbeitet miteinander, man vertraut vor allem. Ja. Das waren ja viele Vertrauenssachen einfach auch dabei, weiß ich noch. Also das waren ja wirklich noch die Anfänge. Ja. Aber das war schön, also ich fand das immer toll. Hört mal. Ich fand es auch total schön. Ich wusste das auch schon vorher, dass es schön wird. Es macht immer wieder Spaß, ich bin immer wieder motiviert herzukommen. Ich freue mich auf den Workshop, ich freue mich auf morgen, ich freue mich auf die Leute. Die Leute sind einfach alle cool. Und dadurch macht das auch immer mehr Spaß. Ich freue mich, wenn wir mit den anderen Leuten zusammentreffen. Ich freue mich. Aber erstmal freue ich mich auf morgen und das wird bestimmt auch wieder gut. Tschüss. So, ich fand es auch ganz gut. Hat Spaß gemacht heute wieder. Und
diese Kameraübung war ganz gut, obwohl ich fand, dass ich, ich muss ein bisschen daran arbeiten, wie, dass ich, wenn ich mich selber gucke, wie das aussieht, weil ich fand mich, dass ich sah so dick aus und dass meine Stimme war so weh. Weil, so, gut. Aber ich freue mich auf morgen und wird schon Spaß werden. Tatsächlich auf morgen, ne? Ja, also ich glaube, das war wahrscheinlich Wochenende oder so, das wären mehrere Tage hintereinander. Ja, ich habe jetzt auch einfach so wild so ein bisschen geguckt. Ich sehe auch sofort Leute, die es dann gar nicht mehr bis zum Filmprojekt geschafft haben. Genau, das waren noch die aus dem alten Projekt, ne? Das, und da sind aber auch noch welche dabei, die, also ich sehe gerade in der Mitte eine junge Frau, die... Stimmt, ja. Ich weiß gar nicht mehr. Die hatte, glaube ich, irgendwie war die nachher einfach nicht mehr da. Ja, genau. Das ist übrigens ganz normal bei solchen Projekten so, ne? Wenn für euch, ihr habt da bis zum bitteren Ende durchgehalten. Ich glaube, ihr war der Zeitaufwand nicht bewusst zu dem Zeitpunkt. Schatz, ich weiß ja nicht, ob ihr dachtet manchmal, dass hier die Großen da mal alle einen Hammer-Masterplan hatten. Dem war, also bis zum, also es war klar, dass wir ein Jahr lang diese Schauspielworkshop machen, oder? Das hatte Marc im Blick. Und ich bin halt oft mit der Kamera mitgelaufen, um das zu dokumentieren. Genau. Und da war auch die Idee, daraus könnte ja dann auch, also eigentlich aus den, also eigentlich aus den echten Inhalten, was euch so bewegt, ein Film werden. So, ne? Die Idee war so, früher hieß der Film Jugend geschlossen, vielleicht drehen wir jetzt Jugend erwachsen. So, ja, stimmt, aber, genau. Es hat halt so wahnsinnig viel Spaß gemacht, so zu drehen, wie man das ja auch jetzt hier sieht, weil das ist jetzt in Friedrichshagen, genau, wie man erzählt das. Das war so ein ganzes Wochenende Workshop. Da haben viele auch so eigentlich, so wie ich es erlebt habe, so die ersten sehr intensiven Schauspieler, also ich bin Schauspieler im Moment, weil auch wenn man das jetzt nicht lange gelernt hat, seid ihr dort in Situationen gebracht worden, in der also oft sehr intensive Sachen passiert sind. Und dann, war das denn eine spontane Idee? Also, wie kam denn da das jetzt zu einem Zombie-Film? Naja, das spontan, ich glaube, Marc hatte den, das hat er sowieso schon im Kopf gehabt, vermute ich mal. Das könnte ich mir nicht so sicher. Meinst du nicht? Also, das weiß ich zum Beispiel nicht. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie es entstanden ist, weiß ich auch nicht mehr. Ja, ich glaube, Marc hat gefragt, habt ihr Bock? Wollen wir das machen? Ich glaube, der eine oder andere hatte vielleicht keinen Bock, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber wir haben es ja letztendlich dann trotzdem gemacht, das haben auch alle mitgemacht, weil der größte Teil halt dafür war. Oh Gott, aber das war auch schön, wir hatten ja auch Elena. Die Schauspieler. Also wenn das jetzt nicht weiß, das ist Elena. Elena, was hast du da zwischen den Beinen? Ich habe keine Ahnung. Ach, hier, eine Waffe natürlich. Von Anfang an haben wir die auch immer Knarren in die Hand. Also, das war auch passend. Du, ich weiß ja nicht, ob euch mein das... Ton und Gott, oder was, ich weiß das nicht. Ich weiß auch nicht, ob euch als junge Damen das so bewusst war, aber da waren ja hauptsächlich immer Kerle hinter der Kamera. Und die hatten natürlich alle da so ihre Actionfilm-Fantasien ausgelebt. Und das hieß natürlich auch, die blonden Mädels kriegen die Knarre in die Hand und gucken dann auch so. Oh, herrlich. Das war der erste Zombie-Übung. Mit was habt ihr das da eigentlich gemacht gehabt? Mit irgendwelchem Fleisch, ne? Ja, das weiß ich. Also irgendwas, ich glaube Ketchup auf dem Fußboden, das war ja ein bisschen wie Blut und dann... Ich muss das mal so ein bisschen leiser drehen, weil uns sonst leider wegen der Mucke YouTube die Videos sperrt hier. Ja. Aber wir können ja einfach noch ein bisschen, also wir haben jetzt sozusagen noch 4 Minuten, lasse ich davon laufen, haben wir noch ein bisschen Zeit, das nochmal so zusammenzupacken, bevor es dann zum Dreh ging. Mhm. Also okay, klar, wir haben das Projekt gemacht. Wisst ihr noch, haben wir das denn, also habt ihr das auch präsentiert eigentlich? Also wann wurde dieser Film denn eigentlich gezeigt? Noch bevor die Dreharbeiten von Rich on Stage losgingen, oder? Wurde er nicht sogar noch an dem Wochenende gezeigt? An dem Wochenende. Ah, das waren noch Zeiten, ja, ne? Also, ja, genau, da war ein Da hat Marc noch die Nacht durchgearbeitet. Fertig, genau. Ja, guck mal, das hat er die anderen Nächte meistens auch gemacht. Aber ja, Mensch. Nicht der Film fertig. Ja, das war echt wirklich schnell fertig. Es war übrigens sogar so, das weiß ich noch, wir hatten auch vor, auf diese Art und Weise tatsächlich auch die anderen Filme so zu machen oder den großen Film. Also der große Film war dann übrigens aber auch immer noch nur ein 20-Minuten-Film. Ja, genau. Also groß im Sinne von ein bisschen aufwendiger, ein bisschen überlegter, weil das war ja auch wirklich improvisiert. Ich glaube, da wussten wir jetzt bei der Szene noch nicht, wie die übernächste Szene ist. Das haben wir Stück für Stück dann immer rausgefunden. Ja. Also es war halt klar, ihr müsst da mal irgendwie, das war die Zeit von dem Vogelvirus, genau, haben wir uns halt vorgestellt. Ach, stimmt, das war, genau. Ja, Vogelgrippe. Ja, Vogelgrippe, genau. Genau. Und ja, dann war halt klar, ihr müsst da jetzt irgendwie lang und irgendwas klären. So, und das heißt, bei diesem 20-Minuten-Film hatten wir auch gedacht, wir können das so ein bisschen, so mit Wackelkameras, war auch so eine Zeit, in der das im Kino total in war, ne? So einfach so aus der Hüfte das zu machen. Genau. Aber ich weiß gar nicht, das ist wahrscheinlich für euch gar nicht interessant, aber wir waren irgendwann verführt, man könnte ja auch was mit einem Kran und mit einem Kamerawagen machen. Und plötzlich war das nicht mehr so dieses so mal eben so. Das, und, genau. Dann und wurde ihr das brauchtet immer, uns, um uns zu benutzen. Genau. Und um schöne Szenen zu kriegen, genau. Und es wurde immer mehr und mehr und professioneller. Und hier, wir können ja doch eine bessere Kamera holen oder
Ja, aber ich meine, 90% der meiner Zeit war ich mit Technik beschäftigt. So, wie war das für euch, die ihr quasi, also wir bleiben mal vielleicht noch bei diesem Beispiel. Also war das zum Beispiel was, also hat das Spaß gemacht, also nicht zu wissen, wo das jetzt irgendwie hingeht? Aber Eigentlich schon. Das waren ja auch die ersten, wo man dann am Endeffekt irgendwas noch sehen konnte. Ich glaube, das ist hier immer ganz wichtig, auch für den Schauspieler, dass du am Ende hast du ja irgendwie ein fertiges Produkt. Hast du dann so einen kurzen Film und dann kann man das mal angucken und dann kriegt man ja selbst erst überhaupt so ein Gefühl, wie hat man selbst überhaupt gespielt oder was das für eine. Aber es ist wirklich immer große Arbeit. Hier haben wir auch stundenlang erstmal geübt und geguckt, was können wir machen und dann natürlich mehrere Takes auch, dass alles wirklich sitzt. Und also ich weiß zum Beispiel noch, ich habe an dem Wochenende, ich hatte Prüfung für meine Ausbildung und ich konnte da nicht so, ich hätte liebend gerne viel mehr gemacht. Ich habe mich aber da so ein bisschen zurückgenommen, weil ich weiß, ich saß oben wirklich auf dem Zimmer und habe gelernt. Ne? Also das war so, auch das hat man gemacht. Genau. Ja, das haben wir schon gesagt. Wie alt warten ihr damals ungefähr? 20, müsste 20 gewesen sein. Klar, also. Ja, 21. 23, 24. Aber letztlich gerade so dabei, irgendwie so die Weichen im Leben zu stellen und plötzlich war da so ein Filmding, das immer ganz viel Zeit gebraucht hat und nicht vorhersehbar war. Und lasst uns noch ein bisschen und noch ein bisschen länger. Und das ist jetzt auch das Letzte, was wir noch von diesem Film sehen. Wir werden jetzt nicht erfahren, was da ist. Wir springen jetzt einfach mal direkt rein, wie ihr erstmalig, soweit ich es in Erinnerung habe, in eure Rollen schlüpft. Ja. War das auch so? Waren das die ersten Szenen, die wir bei Rage on Stage gedreht haben? Das ist wahrscheinlich, von Anfang an, auf jeden Fall von dem ersten Jahr. Also wir haben ja quasi noch viel vorher da angefangen, weil wir haben uns ja die Choreografie eigens ausgedacht. Genau. In der Gruppe. Ich dachte, ihr habt das so improvisiert. Nee, natürlich nicht. Nee, genau. Ich glaube, du hast ja ganz viel, Jackie, mit dem Choreografie. Ja, obwohl das ja eigentlich heute wäre das Annas Aufgabe. Ja, genau. Sie macht das ja jetzt fast professionell eigentlich. Und, aber damals haben wir doch, wir haben viele Abende zusammen verbracht und haben uns dann zu dem Lied, ich weiß gar nicht mehr, das Lied hatte Marc gestellt. Ja, genau. Stimmt, ja. Und wir haben uns dann dazu eben bisschen was geübt. Ausgedacht. Ja. Ja. Und in diesem Raum waren wir auch viel da. War auch unser Buffet immer, da gab es belegte Brötchen und bisschen Catering, unser Pausenraum und viel am Anfang viel Maske oder wo man sich umgezogen hat. Und für die ahnungslosen Zuschauer, das ist in Wismar das Theater, also das sieht heute da alles ganz anders aus. Das gibt es nicht mehr, wurde gerade abgerissen. Aber gibt es jetzt ein neues Theater? Oder aber genau die Klausel ist Ach so, alles weg. Alles weg. Ja, die meisten Locations übrigens, an denen wir gedreht haben, gibt es so gar nicht mehr. Ja. Also. Müsste man nochmal dokumentieren. Genau. Was wurde aus? Pausen erstmal. Wir können gleich nochmal zur Choreografie zurückkommen, weil die sehen wir auch gleich noch, aber jetzt sehen wir erstmal noch so einen Moment, wie wir oft ja auch mal erfahren haben, was eigentlich als nächstes gedreht wird. Ich mach mal kurz laut. Ist ein Zombie. Der Boss, also Stanley steht ja hinter dir so ein bisschen, ne? Du hast dich so umgedreht und Stanley ist gerade angekommen und hat dir den Kopf gebissen. Wieder die Kamerafahrt. Ne? Also was das meint, ist, dass ja eigentlich die meiste Zeit am Abend das Drehbuch weiter gearbeitet worden ist. Es gab zwar eins, aber schnell ist der Film größer geworden, also wurde auf größere Länge gedacht und neue Szenen kamen dazu. Wie war das für euch als Schauspieler, wenn ihr quasi so, also ich hatte manchmal den Eindruck, vielleicht weiß ja gar nicht so, aber dass ihr meistens erst am Morgen so richtig genau erfahren habt, wie so den Tag über was so gedreht wird. Genau, das war ja oft so, ich weiß noch, man hat von Marc oder von jemand anders auch mal einen Anruf gekriegt, dann kommen wir heute 18 Uhr oder 20 Uhr und da hast du erst vor Ort erfahren, okay, was drehen wir heute? Manchmal schon einen Tag vorher und da war es ja oft, wir mussten uns erstmal da ein bisschen reinfuchsen. Und das war ein bisschen schwierig, finde ich auch am Anfang, weil so den gesamten Film kann man ja nicht einfach nur von diesen einzelnen Stücken oder von den einzelnen Szenen, das ist ja schon schwer irgendwie zusammenzuschmeißen, weil das waren ja nur kurze Szenen, da passiert vielleicht 10 Sekunden irgendwas gerade und das wurde 20 Mal gedreht und teilweise. Und, also der Zusammenhang fehlte immer ein bisschen. Genau. Ne? Dass man wusste, okay, jetzt kommt der Kamerafahrt von da, jetzt habe ich heute das an und muss da und so stehen und das sagen. Aber das waren nur diese ganz kurze Stücke. Ist das eine Überraschung für euch, dass mir das übrigens ganz oft genauso ging? Ja. Also auch ich, der hinter der Kamera manchmal nicht genau wusste, was will er jetzt von uns? Wo sind wir? Für das einzelne Bild habe ich es dann schon irgendwie vorher erklären können, aber wo genau das, ich hatte immer wieder mal wirklich Schwierigkeiten von was, wo ist das? Das hat sich ja manchmal auch verändert. Also zum Beispiel die Szene, wo wir das jetzt gerade sehen, die hatte verschiedene, also sollte an verschiedenen Stellen am Anfang des Films mal kommen. So, ne? Also ich bin froh, dass sie drin ist, weil im Laufe des Schnittprozesses sind natürlich manche Szenen auch einfach rausgeflogen, weil sie einfach so dann nicht zusammengepasst haben. Das hat dann vielleicht im Kopf mal funktioniert, aber dann nachher im Schnitt nicht. Und da geht ja nichts chronologisch, also das ist ja auch
Aufregender immer. Ich mache mal kurz an der Stelle noch mal kurz noch Pause, weil eigentlich hatte ich das Bild so, um das über das Warten mal zu sprechen, das man, glaube ich, auch machen muss, aber vorher noch mal kurz das zu Ende bringen mit der Choreografie. Also das heißt, das war einfach Zeit, die, also da habt ihr die Ansage bekommen, das ist die Mucke und ihr macht mal. Oder gab es da noch konkrete Anweisungen, wie das auszusehen hat? Oder? Ich glaube, das Einzige war, dass Marc wollte ja auch natürlich, dass es auch irgendwie so gut aussieht, dass man sich ein bisschen so große Bewegungen oder sowas. Ich glaube, sowas war wichtig, dass man das auch in der Kamera, der schluckt auch vieles halt. Ich weiß das gar nicht mehr. Irgend sowas, glaube ich, war da, dass man, dass wir, deshalb haben wir diese mega hier Armbewegungen und Beine und so. Hat Marc uns eigentlich jemals kontrolliert? Also hat der sich das angeguckt, groß vorher? Das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, der hat es einmal gesehen, ja, super. Ich sag mal, da gab es ja auch noch nicht diese Smartphone-Technik, dass man das mal eben schnell aufgenommen hat, um zu gucken, wie sieht das eigentlich aus. Oder nicht, dass man irgendwo bei YouTube, lass uns mal gucken, was die anderen sagen, dann kopieren wir das, sondern das musste einfach. Das war vor 10 Jahren noch nicht, tatsächlich. Nee, das war alles noch nicht so. Ja, und das macht euch also auch mit zu Mitautorinnen von diesem Film, weil letzten Endes sind das auch kleine Dinge, die dadurch zu euch reingebracht worden sind. Das ist faszinierend. Jetzt ist es so, da wird gerade eine Szene gedreht, ich weiß gar nicht, ob es so genau zu erkennen ist. Wir drehen gerade in die Richtung, wo dieser junge Herr hier steht, der die Figur von Ström spielt, dem Theaterregisseur. Das hat aber halt jetzt gerade gar nichts mit euch zu tun. Und mir sah das in diesem Bild so aus, als wenn ihr selber gerade so denkt, so, was kommt jetzt als nächstes? Also warum sitzt ihr da gerade? Also nicht, dass ihr das jetzt noch genau wisst, aber ich hatte das Gefühl, das passiert öfter mal. Also warten war viel. Also das war manchmal auch so sehr lange, aber man musste ja immer parat sein, weil wenn irgendeine Kameradrehung kam oder dass man schon dann fertig ist an der Stelle, wenn wir alle dann zusammen in der nächsten Szene zum Beispiel zu sehen waren, dann mussten wir dann halt schon fertig da sein und nicht einfach... Also ich vermute eigentlich eher, dass es damit was zu tun hatte und meine mich auch erinnern zu können, dass wir Anspielpartner waren. Das ne, dass es ihm nicht ganz so schwer fällt, da mit der Luft zu sprechen. Genau, oder so, ne? Das war... Ich fürchte, das ist für diese eine Szene, die wir gerade sehen, nicht der Fall. Okay. Als Partner sitzt du einfach viel zu weit unten und tief und so. Aber das stimmt, das ist tatsächlich auch ganz oft wichtig. Aber da ist man dann ja auch tatsächlich als Schauspielerin auch gefragt und gefordert. Ich habe mich schon manchmal gefragt, wie die Zeit so... Also, Kamera hat ja so mit sich gebracht, dass man sich relativ selten gelangweilt hat. Also zwar, wobei doch, es gab auch langweilige Momente, wenn ich aufs Licht oder andere technische Sachen warten musste. Aber irgendwie war ich immer so am Gerät und musste immer, eigentlich kennen wir das alle. Aber also ich meine, ich hatte dann viel Vergnügen mit dem, der gerade am Dolly oder der Tonfrau so, ne? Das hat dann immer viel Spaß gemacht. Und habt ihr dann auch, also wahrscheinlich habt ihr dann auch viel Zeit zum Quatschen gehabt? Oder? Ja, eigentlich schon. Bloß dann muss man ja natürlich auch leise sein, wenn das direkt daneben gedreht werden muss. Und da wir sind ganz einfach den Text noch mal durchgegangen. Ja bestimmt. Genau. Ist doch klar. Genau. Ach ja. Genau, jetzt sehen wir noch mal ein bisschen. Aber du bist jetzt, glaube ich, voll in der Szene drin. Das ist die Szene, wo der Regisseur was erklärt. Ich finde es übrigens schön, ich weiß gar nicht, ob euch das mal so aufgefallen ist, dass Marc schon natürlich auch immer durchaus selbstkritisch so Sachen ja auch in diesem Film ja drin sind. Ne? Also ein Regisseur, der da den Schauspielerinnen was erklärt, wo die denken, was erzählst du mir da gerade? Genau. Finde ich eigentlich ganz nett, dass sich das in dem Film auch so spiegelt, weil der auch euch so. Aber wir wurden eigentlich auch gut geklärt, finde ich. Ja. Also so, dass wir wussten dann am Endeffekt, worum es geht. Ist mir nur so eine Szene so aufgefallen, so, wo Marc jetzt ganz viel dir erzählt. Du kannst das nicht so genauer verstehen. Ich bin arrogant. Ja, ich glaube, es sind. Genau, Marc geht dann immer dahin nach hinten zum Monitor, um sich das anzugucken, die Szene. Aber das war halt so ein Moment, wo ich so gemerkt habe, ja stimmt, du bist jetzt ganz allein, alles guckt jetzt so auf dich, ne? Scheinwerfer und jetzt mach mal. Und ja, ich weiß nicht. Es war auch warm immer unter diesen Lampen. Aber wir waren doch barfuß, Mensch. Ja. Genau, aber also ich meine, ich habe da so manchmal so, also für mich so geschwitzt. Also das waren so Momente, in denen ich mich sehr wohl hinter der Kamera gefühlt habe. Und also das meinst du, das so nicht gewesen. Gab es da für euch so Momente, wo das so... Also Schauspielerjob ist auch echt anstrengend, so. Also, oder? Weiß ich nicht. Also, ich habe das ja gerne gemacht, ne? Ich fand das auch interessant, bei anderen dabei zu sein. Also, es war eher nicht so, dass ich gesagt habe, ich kann jetzt schnell nach Hause. Ja. Das Gefühl hatte ich eigentlich nie. Also, ich war gerne dabei, ich habe mir das gerne angeguckt, auch wenn ich nur am Rand stand oder am Monitor stand. Das Interesse ist ja einfach trotzdem da gewesen. Ja. Also es waren auch lange Tage. Ne? Ich muss sagen, ab und zu mal hat, wenn man, es war schon spät nachts und man wusste, okay, nächsten Tag muss man wieder früh raus. Und
Und das ging ja, wir haben fast die ganze Freizeit, den ganzen Sommer dafür genutzt. Aber man ist ja trotzdem, auch wenn man sich abends noch gegenseitig geschrien hat und keine Lust mehr und ich lasse das jetzt sein, dann nächsten Tag war man wieder vor Ort und stelle. Ja, und das Schlimme ist ja, es gab ja dann auch so Momente, wenn wir nicht gedreht haben, waren wir trotzdem zusammen. Ja. Ne, also irgendwie, wir konnten auch gar nicht mehr anders, weil wir waren so... Ja, so eingeschworen und irgendwie, also wir hatten einfach auch so Spaß miteinander. Ja, genau, ich glaube, wir haben uns alle, obwohl wir uns alle nicht kannten, also von früher, oder ich kannte nicht einen Mensch von dem anderen früher, wir haben uns super verstanden und wie gesagt, hatten heute noch Kontakt auch. Und das ist schön, ja. Also weil, das wäre sonst auch wirklich nicht möglich gewesen. Es gab schon auch so Momente, wo man manchmal so morgens merkte, oh Gott, wir müssen vielleicht das nochmal drehen oder wir müssen diese Szene noch, aber wir haben denen gar nicht Bescheid gesagt und Ich weiß wirklich gar nicht, wo Marti denn gegenüber hergekommen hat. Also ich musste mich manchmal wirklich verschämt wegdrehen, weil der immer wieder dran geblieben ist. Und natürlich wird er nicht immer nur Jubelschreie am anderen Ende bekommen haben, sondern ey, Alter, ich muss jetzt noch mich darum kümmern. Also du hast inzwischen gearbeitet. Manchmal, neben meinem Studium damals war ich in so einem Laden. Man muss ja irgendwie auch über die Runden kommen. Ne? Genau. Man muss ja trotzdem irgendwo ans Geld kommen. Aber es ging irgendwie immer anders, ne? Ja, das ging trotzdem. Vielleicht, weil man so noch so jung war. Ja. Nee, auf jeden Fall. Gar keine Frage. Nur falls das vielleicht gar dem Zuschauer manchmal nicht klar ist, wenn man das hier so sieht, und es ja dann doch recht professionell aussieht. Also ich hätte ja niemand Geld verdient. Ja. Also das Geld, was irgendwie Leute zusammengekratzt haben, ist immer in Technik, Material, irgendwas reingeflossen. Genau. Also manchmal haben wir so Spezialeffekt-Leute, die das irgendwie besonders toll mit irgendwelchen Explosionen konnten. Denen haben wir dann Geld gegeben, aber auch denen nie das, was sie ja normalerweise verkriegen würden. Aber Schauspieler, Mitarbeiter, Crew, nix. Das maximal was zu essen. Ja, genau, das war immer gut. Das stimmt. Essen und Trinken gab es immer. Ja. Und ich fand das auch toll. Das wäre natürlich fatal gewesen, hätte jemand irgendwo in der Mitte gesagt, okay, ich mach das nicht mehr. Mhm. Und man hätte schon den halben Film gedreht. Aber ja, ich meine... Es gab es. Ich weiß, wie oft Marc gekämpft hat, ich weiß gar nicht mehr, wer genau, aber wie oft er wirklich um einige Leute gekämpft hat, damit er so, ohne dich geht das hier nicht zu Ende. Ja, und am Endeffekt muss man dann... Vielleicht mal im schlimmsten Fall jemanden rausschneiden komplett. Aber um ehrlich zu sein, genau, also es ist dann wirklich eine Katastrophe. Ne? Also während ich total verstehen kann für den Einzelnen, das ist, ich kann das nicht mehr, ich krieg's nicht hin. Und weil jetzt haben wir schon bis 2 Uhr gedreht und stehen. Ja, gemacht, ja. Aber es wäre wirklich, also immer dann, wenn es so eine Krise gab, war es für die ganze Crew natürlich auch so, okay, dann wäre was futsch, was man so ohne weiteres eigentlich nie lösen kann. Das ist leicht gesagt, Elena, das schneiden wir mal raus. Wir haben zum Beispiel Szenen, so Jahre später, als wir immer wieder versucht haben, den Film zusammenzuschneiden, haben wir irgendwann festgestellt, es gibt bestimmte Szenen, die wir halt damals nicht gedreht haben. Und da gab es immer ganz viele Diskussionen, drehen wir allen Ernstes nochmal? Ich konnte mir das wirklich überhaupt gar nicht vorstellen. Es war auch schon wirklich so 3-4 Jahre schon, und ich dachte, die Leute sind einfach, die sehen nicht mehr gleich aus, das funktioniert nicht und so. Aber vor allem war dadurch auch immer wieder klar, man kann nicht einfach so ein Stückchen weglassen und dann drumherum schneiden oder so. Ne? Also meistens hat das dann bedeutet, dass man noch viel mehr hätte weglassen müssen. Und ihr habt, glaube ich, gar keine Vorstellung davon, was für Lösungen jetzt gefunden worden sind, um neue Szenen. Ja. Ich verrate nichts, ihr werdet richtig Augen machen, weil es sind tatsächlich nochmal neue Dinge entstanden. Nur ohne. Es fehlt hier auch noch so ein bisschen. Ja, aber hallo, ja. Ein bisschen. So, Jackie, ich habe jetzt nochmal. Das ist bei Marc in der Wohnung. Ja, genau. Ja. Wobei deine Wohnung ist das gegenüber. Ist die ja, genau. Oder der Nachbar. Ja, wie auch immer, genau. Also, wer in der Nähe von Marc gelebt hat, da musste schon immer auch schnell mal beim Filmprojekt. Naja, ich weiß nicht. Für die meisten Menschen ist das ja das erste Mal immer aufregend, Filmen arbeiten und so. Meistens danach sind sie dann auch durch mit dem Thema. Alles hat länger gedauert, war aufwendiger und irgendwas ist kaputt gegangen. Ne? Aber das war auch nochmal so ein Moment, wo ich so dachte, Mensch, so viel Aufmerksamkeit gerade. Ne? Alles guckt gerade nur in deine Richtung. Du spielst da eine Doppelrolle. Ja. Ne? Du bist einfach nochmal jemand ganz anderen. Und ehrlich gesagt ist das so ein Moment, wo ich einfach nur sage, Respekt vor dieser Schauspielleistung. Das merkst du irgendwann nachher nicht mehr. Ne? Ja? Also man ist sich ja auch untereinander vertraut. Ne? Also wir haben ja genug miteinander zu tun gehabt und so. Und das ist einfach, das ist dir nicht peinlich. Ob das jetzt auch mit den Übungen, die wir davor gemacht haben, zusammenhängt, kann ich mir auch vorstellen, ne? Weil das ist dann einfach vertraut. Ich meine, es gab Momente. Man die Kameras und so, man macht das einfach nur. Aber ich bin zum Beispiel manchmal auch so ein überschwänglicher Typ. Manchmal kriege ich dann irgendwie einen Lachanfall irgendwie so. Und dann dachte ich, oh Gott, wie muss das gerade für die vor der Kamera wirken, wenn der dahinter so. Ja, aber sowas gibt es doch bestimmt auch, oder? Outtakes? Ich meine, es gab ja so einige Momente, das gibt's auch. Eingekriegt haben. Ich hab, als Rausschmeißer habe ich heute zum Schluss auch noch einen mit euch beiden, der mir auch sehr viel Spaß macht. So. Aber ja, gut, wenn ihr selber sozusagen was zum Lachen habt, schön. Aber ich hatte immer manchmal Sorge, wenn Leute hinter der Kamera lachen so, ne? Und ihr vorne vielleicht gar nicht wisst, was da eigentlich gerade los ist. So. Aber es ist immer so schwierig, dann, wenn man sich so, wenn man im Lachen ist, dann wieder ernst zu werden. Mhm. Du denkst automatisch wieder an diese Situation und fängst wieder an zu lachen. Ja. Und du kommst
Spider-Man. Also, kann ich mich erinnern, war das bei uns ganz oft. Wie war das eigentlich mit sowas wie Textlernen? War das habe ich noch nie schon überlegt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich Text gelernt habe. Ich glaube, manchmal war das ja oft so ganz kurz halt, dann sag mal so, oder das wurde ja auch nochmal geändert, dann, oder sag mal genau. So. Und das waren ja immer keine sehr langen Texte. Nee. Ja. Also wir mussten keine Gedichte da jetzt auswendig lernen, sondern es waren kurze Sachen, immer ein paar Sätze oder ein paar Wörter nur mal. Ja. Manchmal war das ja immer so kurze Zähne. Reden wir über Haus im Film? Ja, weil wir das. Es ist überschaubar. So. Ja. Es ging vor allem oft um solche Momente, das ist jetzt tatsächlich auch mal. Oder sowas. Und so ein Buch, wenn man es einmal gespielt hat, dann muss man natürlich erstmal wieder alles abschminken und wieder neu. Ja. Und dann, wieder vom Basis. Das waren ja immer so. Ich weiß nicht, ob dir bewusst ist, wie oft wir dir Blut da in dieser Szene ins Gesicht gespritzt haben. Ich würde sagen, es gibt mindestens 10 Aufnahmen davon. Und das ist jetzt nur das, was das ganze Drama nochmal so zeigt. Und das ist ja dann auch das, was auffällt, ne? Ja. Das wieder abschminken, rausmachen. Und es geht auch immer so schnell und dann, oh, jetzt hast du das wieder gemacht, jetzt wieder Augen so gemacht oder eben falsch gestanden oder falsche Stelle oder. Da will ich ja jetzt auch gerade mal so einen ganz anderen Kostüm sehen. Wir verraten jetzt vielleicht gar nicht so genau, was das eigentlich im Film bedeutet, warum du da so unterschiedlich aussiehst. Aber wie war denn das so eigentlich mit Kostümen? So, also war das was, wo also ich kann mich jetzt gerade nicht erinnern, dass wir quasi, also wir hatten die Line, die glücklicherweise sich mit Maske und Kostüm auskannte, viel Maske gemacht hat, aber wer war dann fürs Kostüm verantwortlich? Also, ich glaube, wir hatten erstmal alle ein bisschen gestört, so ungefähr gab es ja so, wer soll ungefähr wie aussehen. Und wir haben teilweise eigene Sachen mitgebracht oder irgendwo ausgeliehen oder teilweise auch was gekauft. Die Kleider, dass die einheitlich waren halt. Ja. Ne? Und die Engelsflügel auch. Genau, die Engelsflügel und sowas. Und, aber was schwierig war, man musste ja jeden Tag immer gleich aussehen. Also die Haare mussten genauso liegen. Man musste genau die gleichen Ohrringe, Schmuckstück, man durfte natürlich nicht an einem Tag gegen eine große Kette wieder rumhaben, weil das mir ja aufgefallen hat. Ich hatte damals dann auch so ein Lippenbrandpiercing. Ja. Yeah. Und dann habe ich ja angefangen, meine Ausbildung mal neue. Und das fand mein Chef nicht so toll und ich sollte das eigentlich rausnehmen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, tut mir leid, kann ich nicht. Ich habe da noch was zu erledigen. Also das war dann auch wirklich, dass man, also wenn der Film zu Ende gedreht ist, dann muss ich es rausmachen. Ja. So habe ich mir das immer oft vorgestellt. Diese ganzen Kleinen, die sich so summiert haben, diese ganzen Opfer, die man gebracht hat, ne, damit das sozusagen alles in diesen Film reinfließen konnte, diese ganze Energie. Also das ist vielleicht auch wirklich so ein Trick, weil wir nennen das ja hier Zombie-Filmschule, vielleicht kann man ja wirklich das eine oder andere lernen aus unserer Erfahrung. Und das war eben, wir brauchten nicht lauter Leute, die sich um Kostüme gekümmert haben, das haben die Schauspieler selber gemacht. Genau. Und wir brauchten keinen, der Polaroids macht, damit die Anschlüsse stimmen, sondern die Schauspieler haben selber versucht, drauf zu achten. Oder alle haben mit drauf geguckt, das heißt, ab und zu hat es auch mal nicht geklappt, aber hey. Lene wusste auch im Endeffekt und Maria auch, dass, wie wir alle eigentlich aussehen. Und, und dann am Ende haben wir uns gegenseitig auch noch, weiß ich noch, die Haare manchmal noch mitgemacht und schon, weil man wusste, okay, dann kommt das drauf und dann... Man sollte auch fertig werden, ne? Genau, also man weil es nicht mehr viel Zeit immer. Genau. Und dann all das musstet ihr machen und dann solltet ihr auch plötzlich vor der Kamera immer noch einfach funktionieren. Jetzt macht mal, habt den Dialog wahrscheinlich 5 Minuten vorher zum ersten Mal gehört. Ja, lauschen mal. Ist die Tür sicher? Ja. Was? Kein ja oder nein? Ob die Tür sicher ist? Ja, du hast es doch gesehen! Ey! Was? Ist die Tür sicher? Hast du Schiss? Hast du Schiss? Jetzt ja, Kies! Wir haben das nicht War das irgendwie so eine Improvisation? Ja, ich glaube, das war... Manchmal funktioniert das auch. Manchmal? Hier ist. Ja, Mann. Was, ja oder nein? Aber du hast es doch gesehen! Jetzt reicht's langsam. Hast du Schiss? Sandy. Was? Sie ist doch schuld. Sie hat uns hier reingebracht. Sehr schön. Ja, manchmal ging es so. Vor allem, wenn es spät abends oder wenig geschlafen. Und aber das ist das, was ich meine. Wenn man erstmal einmal da in diesem Lachen drin ist. Und genau, dann kommt es jedes Mal. Ja. Oder hat man vergessen, was wollte ich jetzt sagen eigentlich als nächstes? Und würdest du sagen, aus der Sicht so der Filmemacher war das so, das hat natürlich oft totale Herausforderungen gebracht, wenn du mit professionellen Schauspielern, die können das so richtig so fast wie Roboter, so aus der Pistole geschossen, zack, sitzt das denn so, ne? Aber das ist dann halt, also professionell ist irgendwie auch nicht immer nur gut so. Das heißt, oft war es dann mit euch vielleicht auch viel schwieriger. Wir selber waren auch alles andere als Profis so, also wir haben das auch eigentlich gelernt, wenn wir es gemacht haben.
Aber wenn dann sozusagen, wenn dann das einfach mal zusammengekommen ist, so mit der Lust am Spielen und der Lust am Machen, dann hat das manchmal total tolle Momente gegeben. Ja. Also von denen wir auch immer noch überzeugt sind, dass sich das auch im fertigen Film hoffentlich überträgt. Ne? Und ich hätte zu keinem Zeitpunkt für dieses Projekt irgendwie tauschen wollen mit, oh, jetzt brauchen wir ein paar Profis hier oder so, sondern es hat einfach deswegen auch wirklich so viel Spaß gemacht. Wobei das nicht geklappt hat, dann würden wir das machen, besser oder so. Ja, würde ich ganz sagen, Marc hat ja dann auch wirklich dich angeschrien, hat dich angemotzt, dass du in diese scheiß Stimmung kommst. Ja, okay. Ne? Aber das hat das funktioniert. Ja, genau. Richtig. Und das hatte ja auch keiner irgendwie im Ernst schon, aber nicht irgendwie böse genommen. So genommen. Sondern dann, das gehört ja danach so war ja auch wieder lieb. Ja, genau. Ach ihr Lieben, jetzt sind wir schon durch mit dem Material. Zu dem Zeitpunkt, in dem wir das aufnehmen, war die Premiere noch nicht. Wenn ihr das seht, war die Premiere schon. Und ihr solltet Ausschau halten, ob ihr vielleicht, wenn ihr in Rostock lebt, nochmal guckt, ob der noch woanders im Kino nochmal läuft. Mal gucken, wo dieser Film vielleicht noch hinreist. Aber ihr seid dabei bei der Premiere, nicht? Definitiv. Bringt ihr auch jemanden mit? Oder? Ja. Ach, mehr als genug. Ja, sehr gut. Bringt sie mit und so. Danke, haben wir richtig lange gewartet und sind aber jetzt. Das wäre so vielleicht zum Abschluss nochmal. Ich hoffe, es ist jetzt nicht so eine düstere Note wird, aber wie war denn das so jetzt? Also 2007 sollte mal eine Premiere stattfinden. Ja. So, da, wir haben Trailer gemacht, dass hinten dran steht. Und dann kamen sie nicht. So. Und dann gab es vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ihr, was ihr zwischendurch immer so gehört habt, aber ich habe halt irgendwann so nach 5 Jahren so, war ich sogar auch ganz ruhig und habe so gedacht, ach, weißt du, die Erfahrung war großartig. Es war wirklich so, ich fühlte mich so, ich war auf der Filmschule so, ich habe ganz viel gelernt. Schade, dass der Film nicht fertig ist, aber es ging so. Aber das lässt sich vielleicht leichter sagen aus der Filmemacherperspektive. Ich weiß nicht, wie war denn das für dich zum Beispiel? Ja, also ich sag mal, als Erfahrung ist es ja sowas, das erlebst du ja sonst nirgendwo. Also wir hatten ja richtige Pyrotechniker und diese ganzen Schüsse und sowas alles. Und das war echt eine super Zeit auch so. Ich war irgendwo ein bisschen immer optimistisch, dass es ja auch nicht wird, dass ja eines sagst, bitte. Irgendwie noch was. Ich auch, ja. Aber ja, dann, damit hätten wir auch alle gelebt. Aber es ist natürlich jetzt desto noch schöner, als wenn der Film ist. Ja. Also für mich war das eigentlich auch jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt, dass der Film nie fertig ist. Ich habe immer so eine Funkenhoffnung gehabt, definitiv. Mir war das auch egal wann, weil es war ja jetzt nicht so, dass wir gar nichts hatten. Wir hatten unsere eigenen Trailer, die wir beim Trailer-Workshop gemacht haben. Mhm. Wir hatten so ein bisschen was von Friedrichshagens Material und auch Fotos ohne Ende. Also wir hatten ja unsere Erinnerungen und weiß ich nicht, also ich habe keine negative Erinnerungen daran und deswegen ist das eigentlich auch immer positiv und ich habe mich nie über irgendwas ärgern müssen. Also hätte mich letztendlich auch damit abgefunden, wenn er jetzt nicht. Aber so ist es tausendmal schöner. Ich bin auch sehr froh. Also ich habe die Zombie-Filmschule die erste Folge habe ich im Sommer aufgenommen, als Marc gerade sich in so einem Haus eingeschlossen hat und weiter geschnitten hat. Ich habe da zum Dezember wirklich noch nicht dran geglaubt, ganz ehrlich nicht. Also war so immer ganz vorsichtig, ja, vielleicht. Ja, und so, ne? Ja, es war ja, man war ja dann so, er hat es öfter zusammen, hast du ja, was ist gemacht. Klar, ist klar. Aber jetzt war das ja doch irgendwie. Das ist wirklich 10 Jahre später, kommt das Happy End und ich freue mich drauf und ja, mal sehen, wie lange ich die Zombie-Filmschule noch mache, aber ich brauche auf jeden Fall noch ein paar von euren Schauspielkollegen hier vor der Kamera. Da gibt es, glaube ich, noch so einige Geschichten. Kommen ja ein paar. Ja. Wir sind eigentlich fast alle. Aber ich glaube, das wird so ein Abend sein, da will keiner sich irgendwie in Ruhe vor der Kamera setzen und reden, sondern ich glaube, da sind wir ganz anders beschäftigt. Okay, also, dann vielleicht nochmal bis zu einem anderen Mal und auf jeden Fall nächsten Freitag gibt es schon wieder die nächste Ausgabe. Ich habe noch keine Ahnung, wer, mal gucken. Und auf jeden Fall wird es nochmal auf jeden Fall eine weitere Ausgabe zum Thema Schauspiel geben. Alles klar, bis dann. Tschüss.